Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Bücherwoche, die genretechnisch sehr unterschiedlich war, aber doch sehr schöne Bücher hervorgebracht hat. Zudem war in der Bücherwoche auch der 3. Oktober, also ein Feiertag, und ich habe neben den drei regulären Büchern zwei Bücher Test gelesen, über die ich dann am Ende auch ein bisschen sprechen möchte und werde und auch sprechen darf. Zudem habe ich auf Netflix eine neue Serie entdeckt. Nein, es war nicht Netflix, ich glaube, es war Sky. Und auf Netflix habe ich eine neue Stephen King-Verfilmung mir angesehen. Und darüber möchte ich dann auch ein bisschen plauschen. Ansonsten, ja, ist der Herbst angekommen und er ist da. Es ist morgens dunkel, es ist kalt und zu Hause ist es schön, aber es, mein Körper spielt da definitiv noch verrückt. Und ich werde da einfach mal ein bisschen an mir arbeiten müssen, damit mich das nicht ganz so runterzieht. Und das gelingt natürlich mit guten Büchern. Und ich denke, wir starten einfach chronologisch mit den Büchern der Woche. Ich habe gelesen, die schönen Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst, von Hemen Sunim. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ein Buch, das von der Größe wirklich super schön ist und sehr angenehm auch von der Haptik war, was ich wirklich so von der Hand habe. Und von, ja, was es denn so ein bisschen aussagt, auch richtig toll fand. Dann habe ich als E-Book gelesen The Wonderful Wild von Gesa Neitzel. Das ist das zweite Buch der Autorin, die man zum Beispiel auch auf Instagram verfolgen kann. Denn sie ist ja Rangerin in Südafrika und da bekommt man immer wunderbare Tierbilder aus der Wildnis. Und das letzte Buch ist dann auch das Hörbuch der Woche und das ist ein Buch, das mit David Nathan vertont ist, wurde, von David Nathan vertont wurde, so rum. Und ja, die David Nathan-Sperre ist vorerst abgelegt. Zumindest hatte ich den Eindruck bei diesem Buch. Und zwar ist das We Wars, die Vampirkriege von Jonathan Mayberry. Und wie ihr dann schon seht, das ist dann doch ein bisschen düsterer in dieser Woche gewesen. Und wir fangen einfach chronologisch an, wie ihr es auch gewohnt seid, mit den Büchern natürlich zu Beginn. Und zwar die schönen Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst, von Hemin Sunim. Das Buch ist mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden. Ich habe es, glaube ich, in der Flow entdeckt oder in der Hücke. Ich kann es immer nicht mehr ganz genau sagen. Ich weiß, dass ich oft in diesen Magazinen so über diese Bücher stolpere und die mich dann ansprechen und ich mich dann natürlich freue, wenn die bei mir einziehen. Ein Buch, was von der Haptik wirklich super schön ist. Ihr seht, es ist in etwa handgroß, also es ist kleiner als zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine DVD liegen, als eine DVD. Ist vielleicht ein Hauch breiter, es wirkt zumindest so, es fühlt sich richtig schön an. Es ist eine Klappbroschüre, die ich auch richtig toll von innen finde, also optisch wirklich wunderschön. Das gibt es wohl auch, das Buch als Hardcover. Ich habe es jetzt eben als Klappbroschüre und es ist auch illustriert und hat Kapitelbeginne mit Bildern und eben auch durchaus das ein oder andere irgendwie zum Text passende. Das Papier, möchte ich auch nur sagen, ist super schön, sehr griffig. Also man merkt hier, für alle, die Büchern etwas abgewinnen können, die sich schön anfühlen, die mit dem Lesen eben auch so ein Erlebnis wollen. Und ich finde das gerade bei so einem Mindstyle-Buch wirklich schön und wichtig und es liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Das Buch ist jetzt kein klassischer Roman, sondern wir haben hier einen buddhistischen Mönch, der uns schlicht und mit ungeahnter Tiefe, wie ich empfand, so ein bisschen den Buddhismus näher bringt. Er will uns zeigen, wie man dauerhaft Glück findet in einer Welt, in der sich doch alles sehr schnell, sehr rasch irgendwie verändert. Dabei ist es ganz egal, ob es um die Liebe geht, um den Beruf, um Sehnsüchte, um Wünsche, um Enttäuschungen. Es gibt stets irgendwie doch den richtigen Moment, um Pause zu machen, innezuhalten, um über die Natur zu staunen, über die Menschen, über Emotionen, natürlich auch ums Vergeben. Man kann immer wieder lachen, man darf weinen, man darf mitfühlen sein und man darf eben durchaus auch den Frieden auf der Welt finden, in einer Welt, in der der Frieden nicht immer da ist, um gefunden zu werden. Drücken wir es mal so aus. In dem Buch wird uns auch so ein bisschen gezeigt, wie man mit Achtsamkeit umgeht, wie man achtsam wird, wie man wirklich jede Stunde im Leben achtsam ist, was natürlich bei einem Mönch gefühlt durch die Tätigkeiten, die er am Tage hat,
doch ein bisschen einfacher klingen als vielleicht bei Menschen, die eben irgendwie einen Alltag haben, der doch so ein bisschen hektischer ist. Und Hemin Sunim zeigt uns all das in sehr wundervoller, poetischer, aber auch durchaus humorvoller Weise. Es ist richtig, richtig schön illustriert, sehr stimmungsvolle Bilder. Ich habe sie vorhin schon so ein bisschen gezeigt. Also ich finde das richtig schön, wie das gemacht wird. Die Bilder laden auch im Grunde dazu ein, innezuhalten. Und ich fand das wirklich ganz, ganz toll, mit wenig viel zu bewirken. Es ist, das möchte ich direkt vorneweg sagen, es ist natürlich überhaupt kein klassisches Lesebuch. Es ist kein Roman. Es erzählt keine Geschichte. Es erzählt auch nicht die Geschichte des Mönches. Sondern es ist wirklich ein Buch, was man immer wieder zur Hand nehmen kann, in dem man immer wieder blättern kann, in dem man sich passend zu den Unterkapiteln eben auch immer mal wieder ein Thema vornehmen kann. Ich persönlich glaube, dass das ein Buch wird, was ich in Zukunft öfter mal verschenken werde, weil ich glaube, dass viele Menschen einfach immer mal so den Funken brauchen, um dieses Innehalten, dieses Achtsame einfach wieder sich in Erinnerung zu bringen. Und gerade für Menschen, die eben auf der Suche sind nach Achtsamkeit, vielleicht auch nach diesem neuen hügeligen Begriff, wenn man so sagen möchte, der ist bei diesem Buch absolut richtig. Mir hat dieses Buch sehr viel zum Nachdenken gegeben. Ich bin jetzt nicht ganz der Anfänger beim Thema Buddhismus, Meditation, Achtsamkeit. Ich glaube, ich habe schon so ein gewisses Mindspirit in diesem Sinne irgendwie schon für mich selbst gefunden. Muss hier aber sagen, dass man immer wieder neue Denkanstöße bekommt, worüber man dann auch nachdenken kann, Gedanken, die man verfolgen kann, in denen man mitgeht, in denen man aufgeht. Und ich finde, das macht der Autor wirklich sehr, sehr gelungen. Es gibt natürlich Bekanntes, gerade wenn man sich mit dem Buddhismus, den Weisheiten und Ähnlichem schon beschäftigt hat, trifft man hier auf Dinge, die nicht ganz neu sind, aber sie sind eben neu interpretiert und auch anders rübergebracht. Sie sind interessant gestaltet und regen einem eben auch einfach zur Achtsamkeit und zum Nachdenken an. Und ich finde, so viel mehr gibt es zu diesem Buch gar nicht, als dass mir der Stil eben auch vom Autor sehr, sehr gut gefallen hat, dass ich finde, dass er das ganz toll gemacht hat, dass er das wunderbar rübergebracht hat und dass er mich wirklich mitgenommen hat auf seinem Weg. Und gerade die buddhistischen Weisheiten, die Lebensweisheiten, ich mag sowas unglaublich gerne und ich lese sowas auch gerne. Und wenn ein Buch, was im Grunde ein Thema befasst, mit dem man sich selbst vielleicht schon so ein bisschen auskennt und auch eigentlich denkt, man weiß schon recht viel und es einen trotzdem noch überraschen kann, dann finde ich, hat das Buch wirklich alles richtig gemacht. Ich glaube, es ist sowohl für Anfänger geeignet, die sich vielleicht gerade erst mit dem Thema beschäftigen, aber auch für Leute, die schon länger einfach zum Thema Achtsamkeit unterwegs sind. Und ich glaube einfach, dass dieses Buch sich wirklich ganz wunderbar dazu eignet, eben auch einfach verschenkt zu werden. Also super, super schön, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, viel zum Nachdenken gebracht und ich hatte achtsame Stunden mit diesem Buch, die mir gerade im Herbst, glaube ich, sehr, sehr gut tun. Also die achtsamen Stunden und hat mir sehr gut gefallen. Das E-Book der Woche war dann The Wonderful Wild von Gesa Neitzel. Ich habe, als ihr erstes Buch Frühstück mit Elefanten herausgekommen ist, dieses Buch auch schon absolut verschlungen. Habe mich jetzt sehr gefreut, dass sie ein zweites Buch herausbringt. Hatte wenig Erwartungen irgendwie an dieses Buch, überhaupt kein Gefühl, was sie mit diesem Buch macht. Ich habe einfach nur gesehen, es kommt etwas Neues und habe mich sehr darüber gefreut. Ich verfolge Gesa Neitzel auf Instagram, wo ich mich immer sehr über die Safari-Fotos freue, auch natürlich über ihre Gedanken dazu. Und ich mag das unglaublich gerne. Also wenn ihr Instagram habt, schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke ihren Instagram-Account auch mal unten in die Infobox, wie natürlich auch alle Buchinfos findet ihr alles wie immer unten. Und schaut euch da gerne mal um, wenn euch Gesa Neitzel interessiert. Die Geschichte von Gesa Neitzel begann ja im ersten Buch, als sie Berlin verlassen hat, weil sie sich einfach nicht mehr in Berlin wohlgefühlt hat und sie ist in die Wildnis gegangen. Sie ist nach Südafrika auf Reisen gegangen, beziehungsweise hat sich dort dann eben auch für eine Ausbildung als Rangerin entschieden und dann nimmt die Geschichte in Frühstück mit Elefanten so ihren Lauf. Jetzt ist es, glaube ich, 3 Jahre her. Vom Auswandern bis hin, dass sie jetzt dieses Buch geschrieben hat. Und wir erfahren so ein bisschen was in diesen 3 Jahren passiert ist. Allerdings muss man sagen, dass das Buch überhaupt nicht den Alltag einer Rangerin zeigt, sondern ihr einfach ihre Gedanken, die sie hat, die sie bewegt haben, aus Deutschland wegzugehen, aus Berlin wegzugehen, die sie in die Wildnis im Grunde geführt haben, wie das ist mit den Tieren, der Natur, mit den Menschen, die kommen, auch die Menschen, die sie eben kennengelernt hat.
Und sie bringt das alles in dieser Geschichte wunderbar unter mit ihren eigenen Gedanken. Und gerade sprachlich hat man wirklich den Eindruck, dass man mit Gesa Neitzel spricht und dass sie es einfach wunderbar auf den Punkt bringt. Sie erzählt uns eben nicht ihr Rangerleben, sie erzählt uns auch nicht Alltag irgendwie daraus oder Erlebnisse. Natürlich verknüpft sich das irgendwie, aber man darf sich das nicht wie eine Art Tagebuch vorstellen, sondern sie spricht sehr deutlich in diesem Buch den Natur-, Tierschutz an, aber natürlich auch den Afrikaschutz. Und das macht sie alles mit der Portion Achtsamkeit, Gelassenheit und dass man eben alles irgendwie als Gesamtheit sehen muss. Also sie, es gibt natürlich Dinge, die sie verurteilt, es gibt Dinge, die sie nicht gutheißen kann, aber auf der anderen Seite hat sie halt auch immer Themen, wo sie irgendwie versuchen muss, den Kompromiss zu finden und Verständnis zu zeigen. Also es gibt ein Beispiel, zum Beispiel über den Tierschutz in Afrika, dass eben zum Beispiel eine Jagd auf ein Wildtier, was sehr viel Geld einbringt, eben ein Tier wird geschossen, dafür bekommt man aber umgerechnet zum Beispiel 10.000 Euro, was wiederum in den Tierschutz fließt. Und das kann man, muss man, sollte man nicht gutheißen. Es ist aber ein Tier, was im Grunde für den Fortbestand vielleicht seiner Art oder vielen anderen Arten im Grunde irgendwie geopfert wird. Und das ist durchaus kontrovers, das ist Gesa Neitzel auch sehr bewusst und sie hatte auch eine ganz klare Meinung, denn sie ist zum Beispiel eine Rangerin, die keine Waffe trägt und die auch ganz bewusst sagt, sie entscheidet sich da dagegen und ich finde das auch sehr gut. Sie ist aber nicht so intolerant, sage ich mal, dass sie davon die Augen verschließt oder eben auch einfach immer dagegen ist, sondern sie versucht eben dieses Ganze zu sehen. Was braucht die Umwelt, was braucht die Natur, was brauchen die Tiere, aber auch was brauchen die Menschen, denn die werden ja doch des Häufigeren, gerade bei Natur und auch Tierschutz, vergisst man auch irgendwie den Menschen dahinter oder daneben, denn es ist kein richtiger Ratgeber, also es hat überhaupt nicht den Charakter eines Ratgebers, sondern es sind wirklich Denkansätze, die uns Gesa Neitzel bringt und die sie wirklich sehr toll auf den Punkt bringt und durchaus schon mal abschweift, beziehungsweise auch Punkte manchmal ein bisschen merkwürdig durcheinander kommen, die mich dann immer mal so kurz, wie kam sie denn jetzt dahin? Aber es sind einfach Denkansätze, die sie mit uns teilt, die sie einfach logisch, konsequent auch einfach rüberbringt. Die Intuition beschreibt sie ganz wunderbar. Das waren Themen, die mich sehr berührt haben, auch sehr bewegt haben, dass man eben sehr oft auf sein Bauchgefühl hören sollte, dass uns das in unserer verkopften Welt eben durchaus doch des Öfteren fehlt. Und da musste ich ihr sehr oft zustimmen, weil mir das im Alltag, im Leben, ganz egal, ob das im Beruf ist oder auch einfach, wenn man in den Einkaufsladen geht, dass man da oftmals merkt, irgendwie hat sich das Menschsein verändert und wir sind tatsächlich sehr kopflastig und ich zähle mich sowieso leider als sehr kopflastigen Menschen, beziehungsweise glaube ich schon, dass ich durch meine Emotionalität und auch mein Bauchgefühl mich gut verlassen kann, aber in manchen Gefühlssituationen bin ich halt doch sehr mit dem Kopf dabei und wenn man das weiß, glaube ich, das fand ich bei Gesa Neitzel auch ganz interessant, gibt es eben auch Tricks, wie man das eben ausschaltet und dann eben nicht mehr ganz so verkopft ist. Und das fand ich zum Beispiel sehr spannend und richtig gut rübergebracht. Es ist vom Stil her sehr leicht, sehr flüssig, es ist sehr lebendig und doch es ist sehr eindringlich und hat mich an vieler Stelle auch zum Nachdenken angeregt. Und ich glaube, dass sie das wirklich mit ihrem Stil schafft, das sehr viele, ein breit gefächertes Publikum auch anzusprechen und wirklich so das Nachdenken fördert und eben einen auch Dinge aufzeigt, an die man vielleicht beim Artentier Umweltschutz noch überhaupt nicht gedacht hat. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass sie oftmals so von Thema zu Thema gesprungen ist. Also, dass sie oftmals irgendwie eigentlich ein Thema abgeschlossen hat, aber drei Kapitel weiter sind wir nochmal hin, wieder vor und wieder zurück. Also, es war manchmal ein bisschen wirr, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also, das hat mich nicht wirklich im Lesegefühl gestört. Es ist halt immer mal so, dass man so dachte, wie kam sie jetzt dahin? Es war eher so ein kurzes, erschrockenes Innehalten, aber für mich schafft es Gesa Neitzel, mich wirklich abzuholen, mitzunehmen, zum Nachdenken anzuregen. Und wie man merkt, war die Woche
ja, so ein bisschen nachdenklastig, aber sowas muss es ja durchaus auch mal geben. Und wenn ihr es hier gerade schnurren hört, hier sitzt gerade jemand neben mir, der natürlich schnurrt, die hat nämlich was vom Arten, ich muss hier Platz machen, vom Arten- und Tierschutz gehört und hat gedacht, da kuschel ich mich doch direkt mal dazu. Na, hübsche, ja. Ja, ich kann das Buch von Gesa Neitzel absolut empfehlen. Wer Bücher über Abenteuer, über Reisen, Achtsamkeit, Nachdenken, wer sowas gerne liest, wer vielleicht auch Gesa Neitzel natürlich einfach kennt. Wie gesagt, ihr findet die Infos zu ihr dann auch unten in der Infobox. Schaut da einfach mal rein. Und das Hörbuch der Woche ist dann etwas ganz, ganz, ganz anders, denn das ist V-Wars, die Vampirkriege von Jonathan Mayberry. Ich habe mich dazu entschlossen, das Buch als Hörbuch zu hören, obwohl David Nathan der Sprecher ist, aber ich wollte es einfach mal wieder probieren. Ich habe jetzt gefühlt, glaube ich, fast 2 Jahre kein Hörbuch mehr von David Nathan gehört. Ja, ich möchte gar nicht mehr darauf eingehen. Ich glaube, jeder weiß, woran das lag. Ich bin auf das Buch aufmerksam geworden, weil es auf Netflix eine Vampir-Serie geben wird, eben V-Wars, die unter anderem mit Ian Somerhalder ja, im Grunde produziert wird und dann auch sein wird. Ian Somerhalder kennt man vielleicht aus Lost, kennt man aus Vampire Diaries, ist ein relativ bekannter Schauspieler, zumindest ist so ein Serienschauspiel. Ich weiß gar nicht, ob er groß Filme schon, kann mich gerade nicht erinnern, aber so bin ich im Grunde auf die Geschichte aufmerksam geworden. Es gibt wohl zu diesen V-Wars Comics. Ich bin jetzt aber nicht der große Comicleser, daher kannte ich die nicht. Und ja, ich dachte so, Vampire, sie klangen düster, sie klangen brutal, es klang so ein bisschen nach Endzeit und dass es eben irgendwie ein Virus gab und die Vampire haben im Grunde gewonnen und die Menschheit von der Erde irgendwie vertrieben. Hat mich so ein bisschen an Der Übergang erinnert, an die Passage-Trilogie. Da gibt es ja auch eine Art Vampir-Überlebensform. Und dachte, vielleicht geht das so in eine Richtung. Aber nein, es geht überhaupt nicht in eine Richtung wie die Passage-Trilogie. Davon kann man sich gleich verabschieden. Und man kann sich auch davon verabschieden, dass das ein Roman ist. Denn mir war überhaupt nicht klar, dass es sich bei V-Wars um Kurzgeschichten handelt. Ich habe mich da doch so ein bisschen beim Hören anfangs irritiert gefühlt und dachte, hä, was sind das für komische Kapitelüberschriften? Und dann dachte ich mir, die wirken auch manchmal ein bisschen anders. Und es hat tatsächlich schon einen Moment gebraucht, bis ich dachte, jetzt musst du mal auf Amazon schauen, was es damit auf sich hat. Und da wird dann relativ schnell klar, wenn man so einen Blick ins Buch wirft, dass es eben unterschiedliche Autoren gibt, die eben diese Kurzgeschichten rund um diese Vampirkriege ja im Grunde geschrieben haben und dass man innerhalb dieser Kurzgeschichten eben auch so ein bisschen hin und her springt. Und das fand ich beim Hören tatsächlich ein bisschen schwierig zu Beginn, bis ich es wusste und aufgepasst habe und also sehr bewusst wirklich dann auch gehört habe, dass wir jetzt zum Beispiel 5 Kapitel in Geschichte 1 hatten, dann kamen wieder ein paar Kapitel in Geschichte 2, dann sind wir wieder in Geschichte 1 geswitcht. Es hat dann schon Sinn gemacht. Man muss nur einfach konzentriert zuhören und sich das klar machen, wo ist man gerade. Dann hat das sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass das beim Lesen gar nicht zu Problemen geführt hätte, weil man es einfach gelesen hätte, wahrgenommen hätte, gesehen hätte und es aufgefallen wäre. Ja, wir haben hier eben Kurzgeschichten, die sich ja um diese Vampirkriege drehen. Das lässt sich so schlecht sagen. Es gibt eben etwas, was auslöst, dass die Menschen am Rande des Abgrunds sind. Es gibt dann eben ja, Vampire, die erst überlegen, ob sie nicht irgendwie mit den Menschen zusammenleben könnten, aber dann doch beschließen, ach eigentlich, ja, die Menschheit braucht keiner. Wir sind jetzt im Grunde die neue Rasse hier auf dieser Welt und ja, zetteln mal einen Krieg an. Und so haben wir eine wirklich sehr düstere Zukunftsvision und Version unserer Welt. Wir haben Vampire, die wirklich blutig sind, die widerlich sind, die eklig sind, die nicht glitzern, was ich immer ganz wichtig finde. Und ja, die eben einfach nach des Menschenblutes dürstet und das wirklich in sehr, ja, an mancher Stelle sehr blutrünstiger Form. Also es war mir manchmal so eine Spur zu viel Düsternis, aber, und das muss ich wirklich sehr lobend erwähnen, es ist natürlich David Nathan. Der ist einfach ein Hammersprecher. Mir hat das mit ihm so viel Spaß gemacht. Er hat es wunderbar geschafft, eine düstere Stimmung, Atmosphäre zu erschaffen. Und das, glaube ich, wirklich sehr gut vom Buch zu übertragen. Und hat es einfach geschafft, dass man gebannt zuhört. Also das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man erkennt an den Stilen der Geschichte ein bisschen einen Unterschied. Ich glaube aber, dadurch, dass man einen eigenen, einzelnen Sprecher hat, ist es nicht
ganz so, wie wenn man es wahrscheinlich selbst gelesen hätte. Das wäre nur meine Vermutung. Mir hat jetzt auch keiner der Autoren, die hier was geschrieben haben, irgendwas gesagt. Von daher habe ich es jetzt auch gar nicht weiter notiert, sondern nur den Hauptautoren. Die Geschichte, wie sie dann als Serie funktionieren wird, finde ich, glaube ich, ganz spannend, denn wir haben schon irgendwie einen Grunderzähler, der die Geschichte erzählt. Und ich vermute mal, dass das dann die Rolle von Ian Somerhalder sein wird, der uns eben auch diese einzelnen Passagen dieser Vampirkriege erzählen wird. Es war einfach sehr düster. Also mir fällt tatsächlich keine andere Begrifflichkeit ein, um diese Atmosphäre, die geschaffen wurde, zu beschreiben, außer dass man wirklich so mittendrin war, dass es an mancher Stelle mir einfach viel zu viel Blut auch war und ich es manchmal schon so ein bisschen derb fand. Ich habe jetzt auch ein, zwei Rezensionen mir mal durchgelesen, die nicht ganz so positiv waren, weil sie es an mancher Stelle sexistisch fanden oder auch mal ja viel zu klischeehaft. Und ich musste da ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, ja, Vampire sind halt sexistisch. Also ja, ne, ich meine, alleine wenn man an Dracula zurückdenkt oder das ist einfach Sexismus pur an mancher Stelle. Also ich möchte das gar nicht verschönern oder gutheißen. Also da bin ich weit davon entfernt. Aber ja, manche Frauen verhalten sich eben einfach so doof. Und das zeigen uns auch genügend Bücher in der Gegenwartsliteratur, dass sich Frauen manchmal zickig verhalten, dumm verhalten. Alleine wenn man Gruselfilme nimmt, wie blöd sich Frauen da manchmal verhalten. Es ist natürlich irgendwie ein Klischee, aber Klischees sind ja auch manchmal nicht so weit von der Wahrheit weg. Und die Frage, ob man in einem dunklen Haus ist und man hat einen Verfolger, ob man dann wirklich auf den Dachboden geht, ja, die Frage stellt sich ja manche Frau in diesen Filmen und Büchern gar nicht. Von daher verstehe ich gerade den Aufriss gar nicht, warum man bei der Geschichte irgendwie davon anfängt, wo ich denke, da gäbe es für mich ganz andere Geschichten. Also alleine, wenn ich daran denke, dass Edward Cullen, um bei den Vampiren zu bleiben, jede Nacht bei Bella am Bett sitzt und sie das toll findet, ganz zu schweigen über, ja, wahrscheinlich spoilere ich jetzt Twilight, über irgendwelche Hochzeitsnächte, in denen er sie im Grunde grün und blau schlägt und sie am Spiegel steht und sich so beschwingt vorkommt wie nie im Leben. Dümmer geht's gar nicht. Darüber regt sich aber gefühlt kaum jemand auf. Wahrscheinlich, weil es so New Adult ist und irgendwie gut ist, aber, also irgendwie im Sinne von, ja. Aber wenn halt hier dann mal eine Frau sich ein bisschen doof anstellt und das halt von den Vampiren ausgenutzt wird, dann ist das gleich Sexismus. Ich weiß es irgendwie nicht. Ich habe es nicht so drastisch empfunden. Also ich dachte an mancher Stelle auch schon, ja, die Klischeekiste ist aufgemacht, aber das gehört gefühlt halt irgendwie auch zu Vampiren dazu. Also ja, hat man halt in dieser Literatur sehr häufig. Mich hat eher doch das viele Blut gestört, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, es war düster, es waren Vampire, wie ich sie gerne lese, es war ja blutig, es war brutal, es war spannend, das kann man auf jeden Fall auch dazu sagen und ich freue mich sehr auf die Serie und bin total gespannt, ja, was da im Grunde passieren wird und ja, wie auch Ian Somerhalder dann in diese Geschichte passt und ja. Es ist diese Woche aber nicht nur bei den drei Büchern geblieben, nur in Anführungszeichen, sondern dank des Feiertages war ja ein bisschen mehr Zeit zu lesen und so habe ich auch zwei Bücher Test gelesen. Ich durfte von der lieben Jackie Felgut das neue Buch Test lesen, Dance With Me, und ich blende euch auch mal das Cover ein und ihr dürft euch darauf freuen, denn es erscheint schon am nächsten Freitag. Und ja, ich durfte wieder meinen Beitrag dazu bringen, das Buch vielleicht ein bisschen besser machen, als es war, aber wirklich nur so einen klitzekleinen Hauch. Und ich finde das Cover sehr, sehr gelungen. Ich fand die Geschichte großartig und ihr könnt euch jetzt auf Freitag freuen, denn am 18., ist es dann der 18., ja, wird es erscheinen und ihr werdet da auf Insta auf jeden Fall auch noch Infos von mir bekommen und in der nächsten Bücherwoche werde ich euch dann auch die Rezension dazu erzählen. Ich finde es ein bisschen passender, wenn man es zum Erscheinen des Buches macht, als wenn ich euch heute schon erzähle, wie toll das ist und warum, um was es geht, und dann könnt ihr euch das Buch aber noch nicht kaufen. Deswegen wird es in der nächsten Woche in der Bücherwoche besprochen, auch wenn es dann eigentlich nicht richtig passt, weil ja, es ist ja jetzt eigentlich gelesen, aber
es ist ja vollkommen egal, also wann ich ein Buch im Grunde lese, wann ich euch dann davon erzähle. Ja, ihr seht schon, wir haben hier ja ein wunderschönes Cover. Es wird wieder in New York spielen. Es gehört zu den New York Stories und daher ist ja auch schon Home Sweet Home. Und ja, hier wird es, wie man unschwer am Titel und Cover erkennen kann, auch ein bisschen ums Tanzen gehen, um den Broadway und ja, seid gespannt. Ihr findet auch den Instagram-Kanal von der lieben Jackie und ihre Internetseite unten in der Infobox. Da seid ihr dann auch einfach ja, informiert, wenn das Buch dann herauskommt. Und das zweite Buch, was ich in dieser Woche testgelesen habe, ist das neue Buch von Laura Newman, deren Cover-Enthüllung man diese Woche auch auf Instagram verfolgen konnte. Und es ist 5 Tage mit dir. Auch ein sehr gelungenes Cover mit ganz viel Pink und die Punkte finde ich toll. Und ich finde auch ja, die Frucht vorne drauf sehr spannend, denn sie hat natürlich schon was auch mit der Geschichte zu tun. Auch hier werde ich noch nicht allzu viel verraten, außer dass ihr euch das Cover schon mal ansehen könnt. Denn das Buch ist, soweit ich weiß, für Ende November, Dezember geplant. Und da wird es dann natürlich in der passenden Bücherwoche auch ja, dazu eine Info geben. Ihr werdet dann die Rezension von mir erhalten. Auch hier einfach mit dem Hintergrund, dass ich ja natürlich euch davon erzählen möchte, wenn ihr es euch auch besorgen könnt. Aber auch hier natürlich in der Infobox findet ihr die Informationen zu Lauras Instagram und auch YouTube-Kanal. Denn da werdet ihr auf jeden Fall auch informiert, wenn dieses Buch rauskommt. Ja, ich war auch diese Woche doch recht lesefleißig. Gerade was natürlich auch die Tests Lesebücher angeht. Ich war sehr gebannt, sehr gespannt, was beide gezaubert haben und ich kann schon so viel sagen, dass mich keine enttäuscht hat. Ganz im Gegenteil, dass ich wirklich sehr angetan von den Geschichten war und ich natürlich den Feiertag auch gut nutzen konnte, um natürlich ein bisschen was ja daran zu arbeiten, auch wegzulesen und einfach konzentriert dabei zu sein, um das zu lesen. Ein Testlesen ist halt schon nochmal eine Spur anders, weil man ein bisschen konzentrierter einfach liest, weil man ja auf Dinge auch einfach achtet, die einfach beim normalen Lesen nicht ganz so wichtig sind oder ja nicht auffallen müssen, weil sie sind vielleicht auch schon jemand anderen aufgefallen, wenn man das so sagt. So, und bevor das Licht jetzt gar ganz schwindet, möchte ich kurz noch über eine Stephen King-Verfilmung sprechen, die ich auf Netflix angesehen habe, und zwar Im hohen Gras. Das ist eine Verfilmung, die eine Novelle von Stephen King verfilmt, die er zusammen mit Joe Hill, seinem Sohn, geschrieben hat und die ich glaube im letzten Jahr gelesen habe. Also es ist wirklich eine relativ kurze Geschichte und ich kann gar nicht so viel zum Film verraten, denn ich habe nach so knapp 35, 40 Minuten ausgeschaltet. Ja, ich war schon nicht ganz der große Fan von der Novelle, weil mir da vieles nicht so gefallen hat, beziehungsweise funktioniert Stephen King für mich nicht immer in der Kurzgeschichte. Und ich glaube, das hatte so 120 Seiten, wenn überhaupt, also es ist wirklich eine Kurzgeschichte. Und der Film fängt ganz okay an, wurde aber unsagbar langweilig. Und dann dachte ich mir, nein, es ist zwar Stephen King und ja, eigentlich müsstest du es zu Ende sehen, aber eigentlich muss ich auch nichts. Und dann habe ich abgeschalten und ich fand es wirklich sehr langweilig. Es geht ja irgendwie darum, dass ein Geschwisterpaar, sie ist schwanger, am hohen Gras entlangfahren, anscheinend bei einem Feld mit Mais, keine Ahnung, und dort Stimmen hören oder ein Kind um Hilfe rufen und sie sich in dieses Gras begeben und in diesem Gras aber nicht alles so recht mit Dingen, nicht mit rechten Dingen zugeht, so rum. Und ja, es war ganz okay, so als Buch. Es gab den ein oder anderen Schockmoment und ich weiß nicht, vielleicht hatte man unterbewusst schon Angst vor diesen Schockmomenten im Film. Wobei man ist ja dann irgendwie vorbereitet, wenn man das Buch kennt, aber es war wirklich sehr langweilig. Von daher kann ich gar nicht so viel dazu erzählen. Ich fand es dann wirklich am Ende irgendwie sehr langweilig. Dann habe ich eine Serie entdeckt, ich glaube auf Sky, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und zwar ist das Miracle Workers, ist mir aufgefallen durch ja, das Bild mit Steve Buscemi, wie auch immer wir ihn aussprechen, und Daniel Radcliffe. Ich habe davon aber erst 3 Folgen, glaube ich, dann in der Woche mir angesehen. Ist ganz spannend, denn wir haben hier ja, im Grunde Steve Buscemi, der Gott spielt und Gott hat eigentlich keinen Bock mehr auf die Menschen, auch nicht auf die Erde und ihm ist das eigentlich alles zuwider.
Doch ergibt zwei Engeln mehr oder weniger jetzt so die Aufgabe, dass etwas getan werden muss, dass ein unmögliches Wunder geschieht und nur dann hört er auf, den Countdown für die Erdzerstörung anzuhalten. Ja, es klingt sehr lustig, es ist tatsächlich auch ganz humorvoll. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich die Woche noch nicht so richtig weitergeguckt habe. Aber ich fand es tatsächlich ganz interessant, die ersten drei Folgen. Es ist, glaube ich, auch nur eine Miniserie. Und ich glaube, dass ich da auf jeden Fall dann in dieser Bücherwoche, in dieser Woche dann ein bisschen weiterschauen werde, weil es mich doch eigentlich ganz gut unterhalten hat. Es war jetzt nichts, was einen so auf Anhieb irgendwie wegflasht. Aber ich finde halt so die Schauspieler ganz gelungen. Diese Vorstellung, dass Gott keinen Bock mehr auf die Menschen hat, ja, könnte man jetzt natürlich sagen, wir hatten ja auch schon mal laut der Bibel eine Überschwemmung und es wurde eine Arche gebaut und es gab Sodom und Gomorra und daraufhin wurde auch der Turm zu Babel zerstört. Also man hat ja schon einen sehr kriegerischen Gott an mancher Stelle und von daher ist das diese Vorstellung gar nicht mal so abstrus, wenn man so darüber nachdenkt. Aber wie die schauspielerisch gezeigt wird, ist einfach großartig. Also ja, werde ich auf jeden Fall weitersehen in der Hoffnung, dass es Sky nicht schon wieder abgeschalten hat, wie damals bei 1000 kleine Lügen in der zweiten Staffel bin ich ja kurz vor der letzten Folge abgeschalten worden. Das macht ja Sky immer mal ganz gerne. Aber wenn ich weiter schaue, werde ich euch auf jeden Fall noch davon erzählen. Und da ich jetzt gerade hier von der Seite so liebenswürdig angehimmelt werde, habe ich, glaube ich, auch gar nichts mehr zu erzählen. Ich habe euch vom Testlesen erzählt, von den Büchern, vom Film, von der Serie, von meiner Stimmung im dunklen, kalten Herbst, die hoffentlich bald ein bisschen besser wird, gerade morgens, dass man so ein bisschen besser aus dem Puschen kommt. Und ich glaube, das war es tatsächlich auch schon. Ihr findet alle Infos wie immer unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich bin natürlich neugierig, was ihr gerade so lest, ob ihr ein Highlight in letzter Zeit gelesen habt, ob ihr vielleicht eine Serie schaut, die ihr spannend und gut findet. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.